Rolf Becker alias Drehorgel Rolf ist mit seinem Trabant auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen nach Sotschi. Der 66-Jährige wurde am Mittwochnachmittag vor dem Landratsamt in Merseburg verabschiedet. Landrat Bannert und die Präsidentin des Kreissportbundes Heimbach wünschten dem Weltenbummler eine gute Reise. Während der etwa 10-tägigen Reise nach Sotschi wird Drehorgel Rolf rund 3000 Kilometer zurücklegen. Nach eigenen Angaben war er mit seinem Trabi bisher bei allen Olympischen Spielen dabei, die nach der Wende stattgefunden haben. Drehorgel Rolf hat als einziger mit seinem Trabant sämtliche Kontinente bereist. Für Aufsehen sorgte er zuletzt vor allem durch seine Reisen nach Hollywood oder Indien.